bisschen früh heute, Schnuppi. Hm? Ist das nicht Herr von Seedorf? Wie kommt der denn hierher? Ich habe ihn nicht gesehen. Ehrenwort. Ja, wie solltest du auch, wenn der Tod im Raff liegt? Das Blut ist verkrustet. Der liegt schon länger hier. Ein Glück. Im ersten Moment dachte ich schon. Was? Du hast ihn getroffen. Typisch. Ja, sag mal, willst du nicht sofort die Ermittlungen einleiten? Ich werde mich hüten. Aber das geht doch nicht. Du bist doch Polizist. Dann sind wir sowieso gleich ein anderer. Ich weiß schon, wovor du Angst hast. Red nicht, wir müssen hier weg. Ja, du willst hier weg. Das hab ich nicht von dir gesagt. Ruhe, Disziplin jetzt. Der Chef ist nicht da. Mord auf dem Golfplatz. Golfplatz? Ich wüsste nicht, dass ich den Kollegen Strobel aufs flache Land versetzt hätte. Amtshilfe wegen Krankheitsausfall. Fleißig, fleißig, der Herr Hauptkommissar. Wollen Sie sich einen Moment setzen? Ein Schluck Wasser vielleicht? Danke, danke. Momentane Hitzewallung. Ja, wenn man so in die Jahre kommt. Sind Sie vernehmungsfähig, guter Mann? Ist der Tote Vereinsmitglied? Clubmitglied? Bei Wolf spricht man von Club. Ja, er war Clubmitglied. Kennen Sie ihn? Wie heißt er? Lesen Sie keine Zeitung? Kommt doch an welche. Die Vierteljahresschrift für Opernfreunde oder Christ und Hund? Der mit der war doch fast jeden Tag in der Gesellschaftsspalte. Mick von Seedorf, stadtbekannter Playboy. Kein Society-Event ohne ihn. Hat kürzlich das Benefizturnier zugunsten zinssteuergeschädigter Senatoren gewonnen. Handicap 10, kein Wunder. Auch Golfer? In meiner Jugend habe ich mehrere große Turniere mitgemacht. Was? Als Caddy. British Open 65, Irish Open 65 und die American Open 66. Caddy? Ist das Englisch für Simulant? Der Caddy assistiert dem Spieler, begleitet ihn bei Turnieren, betreut die Ausrüstung und berät bei der Schlägerwahl. Ohne guten Caddy kein guter Spieler. Ah, verstehe. Der eine macht die Drecksarbeit, der andere erntet die Lorbeeren, wie bei uns. Deswegen arbeiten Sie mir so gerne zu, Schubert. Sie sind einfach der geborene Caddy. Brauchen Sie mich noch? Sie erzählen mir jetzt mal hübsch der Reihe nach, wann, wo und mit wem Sie diesen Mick von so und so das letzte Mal gesehen haben. Jan, komm so mal rüber. Also Herr von Seedorf ist zum Abschlag von Bahn 10 und Herr von Poggensee ist zum Clubhaus. Da ist er gerade rein, als ich mit dem Meer zurückgekommen bin. Ich hatte Feierabend, wissen Sie?
Herr von so und so Dorf, Herr von so und so See, wer ist nun wer? Mick von Seedorf, der Tote, Hubert von Pockensee, sein Freund. Mick und Hupsi. Ist leichter zu merken, so nennt sie ja jeder. Gucken Sie mal, Chef, aus unmittelbarer Nähe des Tatorts. Dr. H. Ich kenne nur einen Dr. H. Gibt's ja sowas wie eine Mitgliederkartei? Im Clubhaus. Eigentlich weiß ich ja nicht, ob ich das darf. Unser Manager, der Herr Stenzel. Sie dürfen, keine Sorge, Sie dürfen. Auf Ihre Verantwortung. Dr. Heimeran. Siegbert. Na, wer sagt's denn? Wusste gar nicht, dass der Herr Kriminaldirektor Golf spielt. Wahrscheinlich mit extra kurzen Schlägern. Und das ist genau der Typ, der sich seinen Doktor auch noch in seine Unterhosen stinken lässt. Könnte auch eine Abkürzung für Dragan oder Dragoslav sein. Oder Dr heißt Drew, Englisch. Oder Traffi, Deutsch. Oder das Taschentuch hat gar nichts mit dem Mord zu tun. Was wahrscheinlich am wahrscheinlichsten ist. Ich bewundere, mit welcher Hingabe Sie sich selbst Ihre Ermittlungsaufgaben stellen, meine Herren. Das bin ich von dem einen oder anderen gar nicht gewohnt. Hol, Sie widmen sich sämtlichen Vornamensvarianten mit Dr am Anfang. Reformhalber sollten Sie die genaue Todesursache unseres Opfers und den momentanen Aufenthaltsort seines Busenfreundes nicht außer Acht lassen. Schubert! Ja! Sie befassen sich mit dem Fall, dass das Taschentuch nichts mit dem Fall zu tun hat. Dabei können Sie am wenigsten falsch machen. Für diese Aufgabe brauche ich aber das entsprechende Beweisstück, Chef, ja? Sie werden sich doch wohl drei Buchstaben merken können. Schubert! Was kann ich für Sie tun, Strobel? Aber kurz und knapp, bitte, mein Schreibtisch quillt über, wie Sie sehen. Wo haben Sie das her? Von draußen. Ich meine nicht Ihren Schnupfen, sondern das Tuch. Ja, ich auch. Von draußen. Vom Parkplatz. Haben Sie gar keine Hemmschwelle, Strobel? Wieso? Sie putzen sich Ihre Nase in fremden Taschentüchern, die Sie auf dem Polizeiparkplatz finden? Fremd? Na, DRH ist ja wohl kein Monogramm, das sich von dem Namen Ewald Strobel herleitet. D-R-H, DRH, Doktor, Doktor, H? Sagen Sie bloß, dass Sie es. Allerdings. Das ist ein wichtiges Indiz in einem ungeklärten Mordfall. Dieses Tuch wurde nämlich 10 Meter neben einer Leiche gefunden, auf einem Golfplatz, zu dessen Benutzung man durch einen Ausweis berechtigt ist, durch den Ausweis eines Clubs, in dem nachweislich Sie... Ich... unter vielen anderen Persönlichkeiten Mitglied bin, jawohl. Sie geben es also zu? Warum sollte ich nicht? Komischer Zufall. Wenn er Clubmitglied ist, kann er doch ruhig sein Taschentuch dort verlieren. 20 Meter neben einer Leiche? Er kann es doch Stunden oder sogar Tage vor dem Mord verloren haben. Da gibt's aber ein Problem. Das Taschentuch war knochentrocken, als ich es gefunden habe. Und gestern um 18 Uhr hat es kräftig geschüttet. Über Nacht kann er völlig durchnässt das Taschentuch nicht trocknen. Das heißt nach den Gesetzen der Logik, das Taschentuch wurde nach 18 Uhr verloren. Der Tod des Opfers trat zwischen 19 und 19.30 Uhr ein. Wann sagten Sie, waren Sie das letzte Mal auf dem Golfplatz? Überlegen Sie nicht zu lange. Heute Morgen. Zeugen? Ich und Zeugen? Können Sie welche nennen? Nein. Oha, das sieht aber gar nicht gut aus. Keinen direkten Zeugen jedenfalls. Was sind denn indirekte Zeugen? Tote Zeugen zum Beispiel. Wie bitte? Ich habe ihn gefunden heute Morgen. Und das erfahre ich jetzt? Ich habe meine Gründe. Ich höre. Mick von Seedorf war ein Informant. Ach nee. Setzen Sie sich. Von Seedorf, typisch verarmter Adel mit aufwendigem Lebensstil, sowas macht käuflich. Käuflich zu was? Wozu? Weshalb? Was hat denn so ein Playboy groß zu verkaufen? Information.
Informationen aus den Kreisen, in denen er sich bewegt. Baulöwen, Kaufleute, Senatoren. Es geht dabei um Korruption, um illegale Auftragsvergabe. Ich bin ganz dicht dran. Aber äußerste Vorsicht. Hängt man sich bei Ermittlungen auf dieser Ebene zu weit aus dem Fenster? Dann ist man selbst ganz schnell weg vom Fenster. Also, Strobel. Geheimhaltungsstufe 1. Keinerlei Verlautbarungen. Nicht mal gegenüber Ihren engsten Mitarbeitern. Moment. Ermittlungsergebnisse ausschließlich und exklusiv nur direkt an mich. Möglichst keine schriftlichen Notizen, die man später... Sie verstehen, Strobel. Ich vertraue Ihnen. Schönen Tag, Frau Bentland. Gleichfalls. Geheimer Informant. Wenn das mal gut geht, Schnuppi. Hast du wieder mitgehört? Und? Ergebnisse, meine Herren? Die Adresse von diesem Hubertus von Poggensee, dem Busenfreund unseres Toten. Der wohnt im Hotel, Nobel, Nobel. Was Vornamen mit DR am Anfang will? Also, ich habe mich im nächsten Dorf umgehört. Im Dorf Krug von dem Kaff. Die ganzen Bauern haben ihr Land an den Golfclub verkauft. Jetzt wird's spannend. Also, diese Bauern, die benutzen kein Taschentuch. Die halten sich ein Nasenloch zu und dann zack, durch das andere direkt auf den Boden. Das ist spannend, das Degutant Schubert. Entschuldigung, Chef, kurze Störung. Dr. Dochnal hat gerade durchgegeben, dass dieser Playboy vom Golfplatz mit einem Eisen 5 erschlagen worden ist. Oh, da kann ich weiterhelfen. Eisen 5, das ist ein bestimmter Schlägertyp. Golfschlägertyp mit einem um 28 Grad angewinkelten Schlägerblatt. Dr. Dochnal hat verschiedene Bruchtests mit verschiedenen Schlägern an eingelagertem Knochenmaterial gemacht und ist sich zu 99% sicher, dass nur ein solches Eisen 5 die Tatwaffe gewesen sein kann. Spielt der Dochnal auch Golf? Na und wie? Der hat Handicap 13. 13? Und zur weiteren Verbesserung puttet er jetzt Schädel durch die Pathologie. Oh, sind Sie auch von diesem Golfvirus befallen? Nö, aber Schubert redet ja von nichts anderem mehr. Hallo, Frau Wendler. Guten Abend. Guten Abend, treten Sie doch näher. Danke, Frau Wendler. Am Telefon klangen Sie gar nicht gut. So ernst? Ja. Mutti. Da machen Sie sich doch besser. Sehr schön, Mutti, aber ich glaube, die Sendung fängt jetzt an. Oh. Im Fernsehen. In deinem Zimmer. Dann wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Danke, Mutti. Und sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. So. Jetzt aber mal runter mit den Hosen. Bitte? Wo drückt der Schuh? Ach so, ja. Also, der Herr Kriminaldirektor und ich... Er macht Ihnen das Leben schwer, stimmt's? Nichts können Sie ihm recht machen. Doch, schon. Im Gegenteil. Bruder. Starkes Stück. Ach, privat kann er ganz süß sein. Ich meine das mit dem geheimen Informanten. Ja, nicht? Also ich fand das ja auch ein bisschen viel. Allerdings. Hauptkommissar Strobel denkt zwar oft verquer, aber Umwege führen auch zum Ziel. Und wenn der erst mal Lunte gerochen hat, da brauchen Sie bloß seine Nase anzugucken. Na los, Harry, fahre schon mal den Wagen vor. Wenn das rauskommt, spricht übermorgen das halbe Präsidium von nichts anderem mehr. Das halbe? Na, da kann ich ein Lied von singen. Was, Sie auch? Mit wem? Nein, nicht ich. Eugen, mein Ex-Mann, mit seinen diversen internen Liebschaften. Eine Zeit lang waren wir für die Hamburger Kripo wie Charles und Lady Di für das englische Volk. Oh, so schlimm? Schlimmer. Oh Gott, der tut sich mir überhaupt nicht. Du bist aber auch unvernünftig, Ilse. Mit einem verheirateten Mann. Mit einem Vorgesetzten noch dazu, das kann doch gar nicht gut gehen. Ich weiß. Ich habe ja auch schon ein paar Mal versucht, Schluss zu machen.
Aber dann bringt er mich jedes Mal zum Lachen. Und ich schaff's nicht. Lachen? Da kenne ich ihn irgendwie anders. Ja, du kennst ihn ja auch nur, wenn er im Dienst ist. Aber außerhalb der Bürowände, da ist er ein völlig anderer Mensch. Ein Mann. Oft sind wir auch in dem gemütlichen Dorfkrug draußen am Golfplatz. Romantisch. Oh. Und haben die da auch noch so dicke Federbetten wie von früher? Ja. Und? Hat er warme oder kalte Füße, der Herr Kriminaldirektor? Du, also ich muss dir sagen, auf seine Füße habe ich überhaupt noch nicht geachtet. Oh. Wart's ab, bis er dir seine Socken zum Stopfen gibt. Socken? Also da ist spätestens Schluss, Adelheid. Nein, nix da, Schubert. Nein. Da sind sie ja endlich. Morgen. Pohl behauptet 2 Löffel pro Tasse und ich sage, sie nehmen immer 3. Heute bitte 4. Nicht da. Moin, die Herrschaften. Moin. 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 Kripo Hamburg. Mordkommission. Strobel. Ich sage nur Dr. H. Der Chef hat Blut geleckt. Und will ihn ganz allein zur Strecke bringen, sonst würde er uns nicht mit so Pseudo-Aufgaben beschäftigen. Ganz genau. Das hat er bisher immer nur mit Frau Möbius gemacht. Wenn das so ist, meine Herren, dann stellen wir uns ab sofort unsere Aufgaben selbst. Loyalität schön und gut. Aber die hat der Chef diesmal aufgekündigt. Diesmal sind wir auf Ihrer Seite. Gibt's ja sowas Ähnliches wie ein Gästebuch? Aber selbstredend. Alles picobello. Ja, damit. Bitte? Mehr hast du nicht? Ich hab ja auch kein Kraftplan gesagt. Seid euch doch fleißig, Karten. Hein, Dr. Siegbert. Kennen Sie den? Kommt der öfter? Stammgast. Alle 2 Wochen eine Übernachtung. Hat er sich hier mit wem getroffen? Die Dame war immer schon gleich dabei. Name? Ilse. Sie sagt Schnuppi zu sich. Weiter? Wie er wahrscheinlich. Alles? Na, den kriegen wir noch. Machst du so ein Gesicht? Mir geht's nicht gut. Was heißt, mir geht's nicht gut? Du wirst ja fürs Bedienen und für ein freundliches Gesicht bezahlt, also zieh nicht so eine Fresse. Selber Fresse. Du, ich werde dir. Hoffentlich übernimmt die Rechnungsstelle die Kosten für den ganzen Spaß. Damit wir aus einem Herrn von Poggensee und seinesgleichen etwas herauslocken können, müssen wir so tun, als ob wir dazugehören. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Peter Stenzer, ich bin der Manager hier. Frau von Möbius. Guten Tag. Angenehm, liebe Frau. Wir würden gerne eine kleine Schnupperrunde über Ihren Platz machen. Wenn man allerorten von dieser fabelhaften Anlage hört, wird man schließlich neugierig. Unsere Fairways liegen Ihnen zu Füßen, Frau von Möbius. Die Frage der Platzreife erübrigt sich bei Ihnen ja wohl von selbst. Frau von Möbius spielt seit 30 Jahren. Bitte. Wenn Sie dann bitte Ihren Obolus in Loch 19 entrichten wollen. Unsere charmante Tanja hat dort die Kasse unter sich. Oh, entschuldigen Sie bitte, das ist in meinem Büro. Loch 19? Euphemistisch für Kneipe im Clubhaus, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ihr Chef, Herr Stenzer, schickt uns, wir möchten gerne Greenfield entrichten. 2 Personen, 80. Zusammen 80. Kelly.
Größer geht's wohl nicht. Sie hat heute ihren guten Tag. Sonst ist sie die Seele des Clubs. Wahrscheinlich geht ihr der Todesfall sehr nahe. Ein Todesfall? Entschuldigen Sie, dass ich einfach mithöre. Von Möbius, guten Tag. Albrecht, angenehm, meine Frau. Guten Tag. Ja, ein Clubmitglied ist gestern Abend ermordet worden. Da draußen neben Loch 16. Tanja kannte den Herrn wohl etwas näher als wir. Wen kennt sie nicht? Schließlich arbeitet sie hier. Danke. Guten Appetit. Danke. Danke. Ah, ich sehe, man hat sich schon bekannt gemacht. Herr und Frau Albrecht sind doch ganz besonders liebe Mitglieder in unserem Club. Stellen Sie sich vor, Frau von Möbius spielt seit 30 Jahren Golf und entdeckt jetzt erst unseren wunderschönen Platz für sich. Seit 30 Jahren? Verraten Sie uns Ihr Handicap? Frau von Möbius hält mehr vom Understatement, aber ich darf Sie versichern, die Zahl ist einstellig. Oh. Handicap unter 10? Waren Sie mal Profi? Deine Nudeln werden kalt. Deine auch. Haben Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich? Das Turnier Augusta, Sommer 72. Frau von Möbius hatte Zugang zur World Tour gehabt. Aber wenn man es finanziell nicht so unbedingt nötig hat. Man fährt mit der geflügelten Jungfrau auf der Kühlerhaube. Rolls? Sie sehen blass aus. Sie sollten sich hinlegen, wenn Ihnen nicht gut ist. So viel ist ja auch nicht los heute. Das bisschen kann der Herr Stenzer erledigen. Ich hoffe, Sie zeigen uns gleich mal eine Kostprobe Ihres Könnens. Parallel, ganz locker in den Knien, Ball in die Mitte und jetzt nur ausholen. Und war das jetzt Holz 5 oder 3? Holz 3. Wahrscheinlich Callaway Oversize mit Graphitschlagfläche. Damit schaffe ich keine 200 Meter. Sie spielen ja auch erst seit 2 Jahren. Die Dame hat wahrscheinlich schon in ihrem Kinderzimmer geputtet. Guten Tag. Mordkommission Kripo Hamburg. Sind Sie Clubmitglieder? Ich bin der Clubmanager. Das sind zwei unserer Clubmitglieder, Herr und Frau Albrecht. Kommen Sie wegen Herrn von Seedorf? Der Arme. So jung. So schön. Und so tot. Strubel! Schön, Sie zu sehen. Was bringen Sie? Ihre Frau. Veronika, was soll das? Und wer ist Ilse? Schnuppi? Schäferstündchen oder Informantentreffen? Was denn nun? Sie haben beides. Sie tarnen geheime Informantentreffen mit außerehelichen intimen Kontakten? Zwei Fliegen mit einer Klappe, hm? Ilse. Und weiter? Niemals. Also ob das bei dem echter Adel war? Mein Mann kannte nämlich mal einen, der... Der will den Mick von früher her kennen. Allerdings nicht als von Seedorf, sondern als Michael Weluder, gebürtig in Hamburg-Harburg, Schlachthofstraße. Adel hin, Adel her. Mick hatte den richtigen Schlag. Beim Golf und bei den Damen. Also das mit den Damen wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Mick hat sie jedenfalls angesprochen und Hupsi hat später die Zeche bezahlt. Und der ist definitiv Holsteiner Uradel, steinreich. Da unten lag er. Und das Taschentuch hing da hinten in dem kleinen Weißdorn. Tja, ein Birdie ist allemal noch drin, Frau von Möbius.
Michi, was um Himmels Willen ist das wieder? Von hier mit einem Schlag ins Loch. Na, darf ich mal vormachen? Mein Schläger. Was für einen hat er denn mit bei sich? Na, so Stücke 10 im Golfback. Genaue Aufstellung haben wir in der Ermittlungsakte. Und neben sich ein Pitching Wedge. Mit dem wollt ihr offenbar gerade den Ball aus dem Rough pitchen. Braucht man denn dieses Pitching-Dings oft? Ach, gute Spieler eher selten. Ich denke, dieser Mick war gut. Tja, unkonzentriert, abgelenkt. Kann auch ein Profi mal passieren. Abgelenkt durch was? Tja, sollte man seinen Begleiter fragen, diesen Hubertus von Pockensee. Alibi? Von mir? Reine Routine. Also, hat sie jemand gesehen, nachdem sie sich von Mick draußen auf dem Platz getrennt hatten und dann das Clublokal betraten? Ja, Conny hat mich gesehen. Wir kamen zuerst von da und er kam von da. Und dann ging er nach da und wir nach da. Und nachher ist er von da gekommen und ich kam wieder von da. Was für Conny? Na, der Gärtner. Provrosnik, Konrad. Aber den nennt eh jeder Conny. Diese Kursmann hier in den höheren Kreisen zum Kotzen. Ja, sagen Sie doch mal andauernd Provrosnik. Geht einem Conny doch leicht über die Lippen, oder? Hatte Ihr Freund auch so gute Worten? Wieso? Ja, ständig in feiner Gesellschaft, in allerfeinster Gesellschaft. Da kann man doch sicher so manches aufschnappen. Der Gentleman genießt und schweigt. Störchen über bestimmte Kreise lassen sich doch bekanntlich gut vermarkten. Yellow Press, mein Mick? Niemals. Ich rede nicht von der Presse, ich rede von uns. Verbindlichen Dank. Mein Mick ein Spitzel? Bei dem Geldbedarf? Nicht wegen Geld. Nicht mein Mick. Mein Mick. Mein Beileid. Ilse. Adelheid, du musst was unternehmen. Jetzt weiß er schon meinen Vornamen. Mist. Und dein Freund? Naja, noch hält er dich. Aber wie lange noch? Und vor allem, Strobel könnte von selbst draufkommen. Keine Angst, der kennt dich hier nur als Frau Wendland. Ich mach das schon. Chef, was machen Sie da? Probiere gerade Ihren Stuhl aus. Entschieden bequemer als meiner. Wenn die eigenen Mitarbeiter ihre Büros verweisen lassen, kommt man als vereinsamter Vorgesetzter auf solche Ideen. Gleich probiere ich noch die Stühle von Pohl und Schubert aus. Wo die sind, wissen Sie nicht zufällig. Ich muss mit Ihnen reden, Chef. Lassen Sie das, Chef. Ich weiß, warum Sie so gut gelaunt sind. Sie denken, Sie könnten Direktor Heimeran erledigen nach all den Jahren der Demütigung, denen Sie ausgeliefert waren. Er hat mit dem Mord nichts zu tun. Eine absolut vertrauenswürdige Gewährsperson kann ihm ein Alibi liefern. Soll sie tun. Name? Ilse? Und diese Ilse hat sich an Sie gewandt. Sollte es etwa eine Kollegin sein, eine Dame aus diesem Hause? Wie viel Ilses wird es hier geben? 5? 10? Das kann sogar ich überprüfen. Computer braucht man erst ab 100 Verdächtigen. Direktor Heimeran hat eine Geliebte. Diese Ilse. Und das soll niemand erfahren. Und deshalb hat er diesen geheimen Informanten erfunden. Was Sie wieder alles wissen, Frau Mimius. Heimerans Geliebte. Ist nämlich gleichzeitig auch meine Freundin. Das wird immer schöner. Sowas sind immer, glaube ich, Dreiecksverhältnisse, oder? Chef, wenn Sie den Namen des Kriminaldirektors aus den Akten herauslassen, wird Ihnen Heimeran in Zukunft aus der Hand fressen. Weiß gar nicht, ob ich da so erpicht drauf bin. Bitte, tun Sie es mir zuliebe. Wenn Sie mich nicht in vollem Umfang, erschöpfend, ausgiebig, Punkt für Punkt und rückhaltlos einweihen, Frau Möbius, werde ich unerbittlich, erbarmungslos weiterermitteln. Denn wenn ich eines nicht dulden werde, dann ist es Freundin hin, geliebter Herr, irgendein kollegiales Gemauschel. Haben wir uns verstanden?
Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen den Mörder auf dem Silberteller zu servieren. Haben wir uns verstanden? Auf dem Silberteller! Das werden Sie ganz hübsch bleiben lassen, Frau Möbius. Das werde ich nicht, Herr Strobel. Schubert, ihr nach! Lassen die Möbius keine Minute aus den Augen. Sie hat mir einen Kampf angesagt. Was ist? Wo soll ich Ihnen einen Kampf ansagen? Knapp! Und Sie observierten Schubert. Doppelt hält besser. Los! Chef, ich habe da einiges über Mick und diesen Hupsi erfahren. Den guten Hubertus habe ich längst unter die Lupe genommen. Er säuft aus Trauer über seinen besten Freund gerade die Hotelzimmerbar leer. Vergessen Sie es, Paul, die Spur führt ganz woanders hin. Aber leider höchste Geheimhaltungsstufe. Aber worauf warten Sie? So ein kleines Schubert-Gerät einem schnell aus den Augen. Hey, Paul! Eine Frage. Kennen Sie hier im Präsidium zufällig eine Kollegin mit dem Vornamen Ilse? Als erstes fällt mir da die Wendland ein, die Sekretärin von Dr. Heimeran. Die Wendland? Ich geh da mal. Wusch! Mit der eigenen Sekretärin. Frau Wendland, hier Strobel. Schicken Sie mir doch bitte mal Ihren Dings, Ihren Chef runter. Sagen Sie ihm bloß, es geht um Ilse und Schnuppi. Ich wette, dann hat er Zeit für mich. Mehr los als in allen anderen 18 Löchern zusammen, wenn die plumpst höchstens mal ein Ballrad, wenn man trifft. Danke. Sie sind ja schon wieder so blass, Tanja. Fehlt Ihnen was? Auch ein kleines Gläschen. Gut für den Kreislauf. Nein, danke. Sie trinken und rauchen gar nicht mehr? Seit wann? Das ist aber schade. Wieso ist das schade? Naja, schade eben. Ungesellig. Aber gesund. Lassen Sie sich nicht beirren, Tanja. Was ist denn mit? Ich weiß nicht. Warten Sie hier. Wie viel der Monat? Dritter. So ein bisschen Übelkeit ist doch kein Grund zum Weinen. Ist es erst da, ist alles vergessen. Oder hat sich etwa der Vater aus dem Staub gemacht? Brasilien oder Australien? Er ist tot. Herein. Ich habe Sie ein wenig warten lassen, tut mir leid. Der Innensenator war am Apparat. Soko, Ilse und Schnuppi, Band 1, Dienstag, 25.04., 14.30 Uhr. Anwesend, Kriminaldirektor Dr. Heimeran, Verhörführer, Hauptkommissar Ewald Strobel. Was denn für eine Soko? Die Soko bin ich. Muss das sein? Ob das sein muss? Wann haben Sie letztes Verhör geführt? Ich habe nichts verbrochen. Was wirft man mir vor? Sie haben ein intimes Verhältnis mit Ihrer Sekretärin? Ja. Sind Sie in Begleitung der betreffenden Dame vor 2 Tagen über eine Leiche gestolpert? Ja. Haben Sie daraufhin unverzüglich die zuständige Behörde, Ihre eigene, verständigt bzw. Kraft Ihres Amtes, die Ermittlungen eingeleitet? Nein. Warum nicht? Was können Sie sich ja wohl denken?
Ich will es aber von Ihnen hören. Und zwar rückhaltlos, ohne Auslassungen, ohne Wenn und Aber, en grand en detail, Punkt für Punkt. Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihnen Tag für Tag eine attraktive Frau Unterschriftenmappen vorlegt, sich dabei tief über den Tisch vorbeugt oder auf Tuchfühlung dicht neben Ihnen steht oder dabei zart nach Chanel Nummer 5 duftet? Tut mir schrecklich leid. Ich konnte ja nicht ahnen. Ich meine, es soll ja nicht wenig Männer geben, die kneifen, wenn es drauf ankommt. Aber da zeigt es sich, man soll nicht verallgemeinern. Ein Unfall? Mord. Nein, wie schrecklich. Etwa der hier. Oh, das tut mir leid. Sie Arme. Was ist denn hier los? Sie hat Kummer. Tanja, fall ihr bloß nicht den Gästen zur Last. Sie fällt mir nicht zur Last. Lass mich bloß in Ruhe, Papa. Hast du geweint? Wieso flänzt du hier dagegen drum? Sie müssen schon entschuldigen, meine Tochter hat ein bisschen dicht am Wasser gebaut. Sag mir sofort, was los ist. Dass Hupsi mich heiratet, das kannst du vergessen. Ich bin nämlich schwanger von Mick. Das muss man ja nicht so ernst nehmen, die jungen Dinger mit ihrem Beziehungsstress. Bist du verrückt? Dreh bloß nicht durch! Was ist denn los? Hast du etwa deine Finger... Der Gärtner ist der Vater von Tanja. Und die ist schwanger von unserem Mordopfer, das der Gärtner als letzter lebend gesehen hat. Wofür er einen Zeugen hat. Und genau den brauche ich hier. Rufen Sie Bruno an, er soll mir diesen Hupsi herbringen. Den brauche ich nicht anzurufen. Wo ist jetzt draußen im Auto? Tanja! Tanja! Befehl vom Chef. Ich soll Sie observieren und Polen nicht. Na, da kann ja nichts schief gehen. Männer können manchmal so gefühllos sein. Auch Väter sind nur Männer. Aber ich glaube, ganz tief innen liebt er sie doch. Das wüsste ich aber. Der denkt doch immer nur daran, wie er mich am besten... Ja? Erzählen Sie es mir ruhig. Bei mir ist es gut aufgehoben. Mehr gibt es nicht zu sagen. Vor Gericht dürfte es reichen. Vor Gericht? Dienstenthebungsverfahren. Sicherheitskopie. Wollen Sie mich ruinieren? Wollen Sie mein Geld? Wollen Sie mein Haus? Mein Posten? Sagen Sie es nur. Moment. Muss man eben ein neues Band einlegen. Wenn Sie es eben gleich nochmal wiederholen. Versuchte Beamtenbestechung. Das muss man für die Nachwelt festhalten. Was wollen Sie? Soll ich mich aus dem Fenster stürzen? Gleich hier? Wir haben Sie meinen Gürtel um den Hals gehängt. Und empfohlen, mich damit aufzuhängen. Entschuldigen. Das war Unrecht. Das war schlecht, gemein und unwürdig. Und nicht nur dafür bitte ich Sie um Vergebung, sondern für all die unzähligen Male, bei denen ich in den letzten Jahren unbeherrscht war und mich an Ihnen schuldig gemacht habe. Ich bitte Sie um Verzeihung, lieber Stroh. Das ist dein Wort. Ich bin nämlich an ehebrüchigen Kriminaldirektoren überhaupt nicht interessiert. Ausschließlich an Mördern, Totschlägern und anderen Gewaltverbrechern. Heißt das, die Sache bleibt unter uns? Kein Wort aus meinem Mund. Mein Vater hat mitgekriegt, dass Mick und Hupsi beide hinter mir her waren und hat mich immer bequatscht, die Finger von Mick zu lassen, weil der ein Hochstapler und ein Weiberheld ist. Und was hält Ihr Vater von Hupsi? Ist doch klar. Reich, gute Partie, wohlklingender Name. Also Hupsi, ich weiß nicht so recht. Vergleichen Sie mal. Tanja Powrotznik, Tanja Wiluda oder Tanja von Poggensee. Wie würden Sie am liebsten heißen? Na, erst kommt doch die Liebe und dann der Name. Eben.
In meinem Fall musste ich mich für eins entscheiden. Halten Sie es für möglich, dass Ihr Vater Ihnen die Qual der Wahl erleichtern wollte und den einen Kandidaten... Ich hoffe nicht. Das wäre auch völlig umsonst. Das wird ein kleiner Pofrotznik wie Luda und kein von Poggensee. Na Gott sei Dank. Schwein gehabt, Schnuppi. Wenn man den Strobel zu nehmen weiß, dann sind kompromittierende Kenntnisse bei ihm so sicher wie in der Bank von England. Apropos Schnuppi. Ab heute wieder Dr. Heimerer. Was soll denn das? Die Vermischung von Berufs- und Privatleben schadet einfach auf Dauer der Arbeitsqualität. Mund zu. Wenn Sie dann bitte zum Diktat kommen wollen, Frau Wendland. Jawohl, Herr Kriminaldirektor Dr. Heimeran. Ups! Polizei? Kripo? Alle drei. Was sind der Kerl observieren? Sieht aus wie ein Clown mit diesen Knickerbockern. Schubert! Stehen bleiben und ich schieße! Heute ein Heiratsantrag. Will sie denn, Conny? Sie will. Sie ist nämlich schwanger. Aber nicht von mir. Du nimmst sie oder ich reiß dich rein. Wir werden ja sehen, wer hier wen reinreißt. Sie Lakai. Tuscheln? Was heißt hier tuscheln? Wir dürfen nur reden, was wir wollen, oder? Wir sind doch schließlich freiwillig hier. Sie haben sich hier getrennt. Und vor dem Clubhaus sind Sie sich beim Kampf wieder begegnet. Komisch. Einer zu Fuß, der andere auf einem Fahrbahnuntersatz. Da kommt man doch nicht gleichzeitig am selben Ort wieder an. Es sei denn, Conny... Herr Povrosnik ist unterwegs umgekehrt zurückgefahren und hat mein Mick eins übergebraten. Warum sollte er? Weil mein Mick die Tochter von dem da geschwängert hat, aber nicht im Traum daran dachte, Unterstand zu heiraten. Unterstand, du Arsch! Dieser scheiß Veluda aus Harburg, Schlachthofstraße! Prolet. Einen Augenblick. Golfetikette ist für Sie wohl ein Fremdwort. Können wir mal Ihr Greenfee sehen? Green was? Achso, Moment. Augenblick. Polizei. Polizei? Das ist schon der vierte. Ihren Ausweis. Was? Moment, ja, ja. Sind das Mixschläger? Ja. Fehlen da nicht welche? Ich denke, man hat immer... Stücke 14. 14 dabei. Ja, aber nicht Mick. Der war so geschickt, dass er mit einer geringeren Anzahl auskam. Ich fand er irgendwie praktischer, als ständig alle mitzuschleppen. Ach. Wait, wait, wait. Komm. Unser Gerichtsmediziner hat eindeutig nachgewiesen, dass Mick mit einem Eisen 5 erschlagen wurde. Genau das fehlt aber in seiner Ausrüstung. Die Begründung dafür haben Sie eben selbst geliefert. Mit welchem Eisen 5 soll Herr Povrotznik denn zugeschlagen haben? Der spielt hier doch gar nicht, sondern mäht Gras. Und was ist mit diesem? Das gehört Ihnen. Uns werden mikroskopisch kleinste Blutpartikel genügen, um nachzuweisen, ob das die Tatwaffe ist.
unmöglicher Kerl. Und sowas ist Staatsdiener. Sowas nennt sich Polizei. Rauditum ist das. Man darf eben von unserem Dr. Heimeran, dieser Seele von Mensch, nicht auf jeden Ordnungshüter schließen. No. Nee, komm, wir gehen. Nee. Ich habe gesehen, wie er es getan hat. Er hat zugeschlagen mit dem Eisen 5. Und Sie haben ihn gedeckt, weil Sie Ihre Tochter mit einem reichen Adligen verkuppeln wollten. Es hat beinahe geklappt. Ich hatte ihn in der Hand. Ich dachte, Sie wollten mir den Mörder auf einem Silberteller präsentieren, Frau Möbius. Doch nicht in einer Sandkuhle. Sandkuhle? Bunker heißt das. So viel habe ich wenigstens gelernt. Was Sie aber immer noch nicht gelernt haben, ist, die Schwerarbeit den Experten zu überlassen. Warum haben Sie das gemacht? Aus Eifersucht. Ich habe Mick erzählt, dass ich mich verloben will mit einem Mädchen. Anders ist als alle anderen. Er wollte den Namen wissen und ich habe ihm gesagt und da hat er sich totgelacht. Totgelacht und getönt, anders als alle anderen und dass er sie schon längst flach gelegt hätte. Da habe ich rot gesehen und habe einfach zugeschlagen mit dem, was ich gerade in der Hand hatte. Eisen 5. Los! Was soll denn das? Der hat doch gestanden, ich bin ja kein Mörder. Wäre ja noch schöner, Mörder und Gärtner. Behinderung der polizeilichen Ermittlungsarbeit, Irreführung, uneidliche Falschaussage. Och, da kommen auch so ein paar Jährchen zusammen. Und noch eins, Frau Möbius. Der Fall Heimeran ist ad acta. Beziehungsweise gerade nicht ad acta. Also, ab jetzt wieder reguläre Rollenverteilung. Keine Pseudoaufgaben, keine Beschäftigungstherapie mehr. Nein, Sie können sich wieder vollkommen auf Ihre Bürotätigkeit konzentrieren, Frau Möbius. Und ich erwarte absolut sandfreie Protokolle. Danke. Aber stecken Sie es gut ein. Wenn es hier zurückbleibt, kommt jemand noch auf dumme Ideen.